Na gut. Alles klar, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Partie. Und das nächste Topspiel. Kaum zu glauben, ständig Topspiele hier bei uns in der Liga. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, super ausgeglichene Liga eigentlich, wenn man ständig Topspiele hat. Wird einem nie langweilig. Und ja, heute hat das Spiel richtig was in sich. Erster gegen Zweiter. Krakow hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen. Wir hatten zwischendurch mal einen Hänger, aber ist ja nicht so, dass wir hier Standfußball spielen. Das wird schon ein spannendes Game. Und zugeschlagen. 1-0. Und Sasurdikowski. Frühes Tor. Mal gucken, was es das hinten raus dann bringt. Aber hier, schön gemacht, ne? Leider in dem Pfosten, aber gut, dass er da noch stand. Gut reagiert. Guten Torriecher hat er ja. Über 70 müsste das sein. Oh, das war auch knapp. Da hätte die Freude nur 2 Minuten gedauert. Ah, hat einen sicher. Oh, blöder Ballverlust. In der Vorwärtsbewegung. Ah, da hat er ihn wieder. Das sieht immer so ganz knapp aus, aber das ist schon alles getimt bei ihm anscheinend. Schon wieder so ein blöder Ballverlust. Oh, da geht's aber. Ah, schade. Da wurde er noch bedrängt, deswegen konnte er nicht zum Abschluss kommen. Ansonsten wäre das richtig gefährlich gewesen. Oh Mann. Die Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen wir eigentlich. Größtenteils. Ja, hintenrum sind wir auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ah, das war ein blöder Pass. Aber Versuch ist es wert gewesen. Aber der hat wahrscheinlich Distanzschütze als Spielertyp. So früh schießt keiner, außer dieser Spielertyp. Oder der Computer hat ihn aus uns individuelle Anweisung gegeben, aber ich glaube eher nicht. Oh, letzte Rettung, ein Foul vom 16er. Also bloß kein Tor. Da kann man ja kaum was machen, ne? Wenn der da vernünftig rüberkommt. Aber das Mittelfeld bei uns steht wirklich sehr gut. Gewinnen wir sehr, sehr viele Zweikämpfe. Ah, leider abseits. Oh, jetzt kommt er durch. Glück gehabt. Oh nein! Schade. Und die stehen jetzt sehr defensiv. Die lauern auf Konter. Kurz vor der Pause noch ein Tor kassiert. Scheiße. Ja, wir haben auch mehr Torschancen. So. Optisch war das jetzt nicht so dominant von denen, aber jetzt statistisch mäßig
Leider ja. Ja gut, aber 1-1 gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das ist in Ordnung. Wir sind momentan die beste Mannschaft. Sechshundertzweiundachtzig, das ist schon ordentlich. So, jetzt machen wir mal erstmal Motivationsgespräche. Ja, die Abwehr würde ich sagen, ne? Samt defensive Mittelfeldspieler. Ja, Fitness, also die Frische sieht sehr gut aus. Aber machen wir mal hier die Innenverteidigung. Einen habe ich noch. Ja, machen wir mal ihn. Sehr, sehr gute Frische. Ja, der Go-Up, ne, der zieht die Abwehr so ein bisschen nach unten. Ist halt noch Jungspund, ne? Müssen mal gucken, was wir da in der Winterpause machen können. Also die Abseitsfalle funktioniert ja bei denen ja gar nicht. Also bei uns. Scheiße. So, aber jetzt kommt schon, Jungs. Immer diese blöden Fouls. Aber die sind wichtig. Also mag zwar blöd klingen, aber mit solchen Aktionen verhinderst du jede Menge Torchancen, ne? Ich meine, die roten Karten halten sich ja voll in Grenzen. Haben wir ja nur eine gekriegt. Ja gut, der eine hat noch eine 5-Spiele-Sperre gekriegt, aber das war aber auch nach dem Spiel, ne? TV-Beweis. Ellbogenschlag. Okay, also super Alternativen haben wir echt nicht. Setze ich mal unsere Kanone ein. Dann muss ich noch mal in die taktischen Einstellungen reinschauen. Dann war der. So, so, so. Und Abfahrt. Weil. Wenn nicht er, wer sonst? Schön gemacht. Viel Platz, die Ruhe selbst.
Wieso verliert er denn so viel Punkte? Er hat so viele Spiele gespielt und verliert so viel. Verstehe ich manchmal nicht. Deswegen sind wir schön Konter fahren. Sicher hat er den Ball. Oh. Oh, Junge. Scheiße. Okay. Blöd gelaufen. Und jetzt kommen. Was? Oh Mann. Ich glaube, das war's. Ja. Scheiße. Topspiel verloren. Selbst verkackt. Ja, das war ein schwieriges Spiel. Ja, aber im Abschluss waren wir nicht stark in der Abwehr. Ja, vielleicht habe ich den Fehler gemacht und habe ja den hier rein drinne gelassen. War wahrscheinlich keine gute Entscheidung. Ja, das wird ein richtig enges Ding. So, ich habe, bevor ich das Spiel angefangen habe, mit ein paar Leuten versucht, die Verträge zu verlängern. Also ich habe jetzt nur eine Anfrage gestartet, ne, mit ein paar Forderungen bzw. Angeboten. Und ja, ich hoffe mal, dass es klappt, weil die Leute werden immer stärker, entsprechend immer teurer. Und dadurch werden natürlich auch die Forderungen entsprechend hoch, ne? Und die würden alle nächstes Jahr auslaufen. Und das wäre richtig bitter, ne? Okay. Ich werde jetzt wieder auf meinen Barren setzen. Er lernt einfach nicht. Er möchte einfach nicht lernen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber, er möchte einem defensiven Spiel.